Und das hier, das finde ich ein bisschen buggy, weil wenn man jetzt hier rausgeht, kann das sein, dass man im Nichts landet. Oder auch nicht. Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge Minecraft Maps auf unserem Kanal Game Cinema. Heute bin ich mal wieder am Start, es ist Sonntag 15.30 Uhr oder auch später, ich weiß nicht, wann ihr das seht. Und heute zeige ich euch die erste Minecraft Adventure Map oder Parcours Map, die ich in meinem Projekt, nenne ich es jetzt mal, zeige. Und zwar ist es die Jump and Run Challenge von Bogadiers. Ich hoffe, ich spreche so richtig aus. Oder heißt Bogadiers, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das eine Adventure Map, so eine Parcours Map. Hier oben sieht man das schon. Ich kann mal hier so wechseln. Hier oben sieht man das. Und die werde ich in meinem Projekt oder in meiner Serie, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, einfach werde ich euch ein paar vorstellen, beziehungsweise anspielen oder durchspielen oder Siedsvorstellungen oder sonst was. Einfach so ein bisschen über die Maps, ein bisschen was erzählen, damit ihr, wenn es euch ein bisschen langweilig ist, könnt ihr die natürlich auch spielen, beziehungsweise auch ausprobieren. Auf jeden Fall habe ich mir die Map rausgesucht, weil ich die im Internet gefunden habe, weil die viele positive Bewertungen hatte. Und dann dachte ich, ich probiere die mal aus. Hab die jetzt, ich glaube, fast durchgespielt. Auf jeden Fall gefällt mir die Map ganz gut. Ich mache mir jetzt hier mal Game Mode 0. Auf jeden Fall spawnt man hier. So, glaube ich. Und dann kann man sich hier als erstes mal in die Betten legen. Da mache ich jetzt einfach mal Time Set Nights. So, und lege mich hier mal in das mittlere Bett. So, so, so. Jetzt kann ich schlafen. Dann kann ich wieder aufstehen, um meinen Spawnpoint schnell zu markieren. Beziehungsweise ich könnte eigentlich auch schnell... Ich mache einfach schnell Time Set Day, damit ihr auch wieder was seht. Sonst bringt das nichts. Auf jeden Fall können wir dann hier so vorlaufen. Dann sehen wir hier Deutsch und Englisch. Das in dem schönen Haus hier. Ich denke, wir schauen jetzt erstmal hier zu Deutsch. So, da kommen wir in so einen Flur und hier steht Adventure Map by Bogadiers YouTube. Wenn ich den Kanal finde, packe ich euch den in die Videobeschreibung. Könnt ihr da mal draufklicken. Ich habe da noch nicht geschaut, was der so macht. Auf jeden Fall danach abchecken dann. Eine ultimative Herausforderung. Allein oder zusammenspielen, nicht cheaten, außer die Zeit verstellen, keine Blöcke abbauen oder setzen. Grundidee 500 Jumps to Success, Version 1.0. Die Map hier, die 500 Jumps to Success Map, die müsst euch vielleicht bekannt sein. Das ist auch so eine ähnliche Map, die sieht genauso aus wie die, nur hat sie halt andere Sprünge und mir gefällt die hier persönlich besser, weil die abwechslungsreicher ist und nicht ganz so schwer. Hier haben wir dann das Ganze noch auf Englisch, das lese ich auch mal kurz vor. Adventure Map by Bogadiers, an Ultimate Jump and Run Challenge, played alone or with your friends, don't cheat, main ID, 500 Jumps to Success, Version 1.0. Auf jeden Fall geht's dann hier weiter, hier kommt man dann von der deutschen Seite, hier von der englischen Seite. Und dann steht hier für Glück, Good Luck. Und dann können wir hier beginnen. Oh, ein PC darf landen. Cool. Auf jeden Fall, ich fange jetzt einfach mal an. Ich weiß nicht, wie ich da so abgehe. Ich schaue einfach mal, dass ich hier mein Möglichstes gebe und will so zwei Stationen oder so am Anfang mal durchspielen, damit ihr auch seht, dass das alles funktioniert und ich euch nicht verarsche oder sonst was. Keine Ahnung, was ihr denkt. Auf jeden Fall, am Anfang ist die eigentlich dann ganz okay. Hier nochmal schnell was zu dem Texturenpack. Das ist das Sortex Fenver Resource Pack, nennt man es ja jetzt. Auf jeden Fall... Das könnt ihr in der Videobeschreibung auch anschauen, da habe ich einen Download-Link verlinkt, da könnt ihr euch das runterladen und dann auch reinmachen. Dann habt ihr das auch. Das ist jetzt, glaube ich, die, ich kann mal kurz schauen, Resource Packs, ich habe hier ganz viele drinne. Das ist die, steht gar nicht dran, wie viel Pixel-Version. Okay, dann lege ich mich hier schnell zum Schlafen, weil wie ihr seht, habe ich die erste Station schon geschafft, so die ersten Sprünge. Und ich mir hier aus der Kiste mal eine Lore raus. Wundert euch nicht, wieso da ein paar Loren fehlen, weil ich habe das Ganze schon mal aufgenommen und da hat aber meine Audiospur rumgebackt. Und deswegen muss ich es jetzt einfach nochmal aufnehmen und da ich die Loren benutze und war jetzt zu voll, einfach eine neue Map nochmal drauf zu laden. Auf jeden Fall fährt man hier mit der Lore dann bis hierher. Stecke mal aus, mach nochmal Timeset Day. Das finde ich ein bisschen blöd, aber da kann man nichts dagegen machen, dass man immer Timeset Day und so machen muss. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja kein Problem. Ich werfe die Lohn hier mal runter. Mache ich hier einfach weiter. So. Und so. So. Wenn ihr irgendwelche... Oh Gott, wenn ihr irgendwelche Ideen habt für eine Adventure-Map, die ich spielen könnte... Oh mein Gott, wo bin ich jetzt gespawnt? Kann mir das mal einer sagen? Ich mache einfach jetzt nochmal Time Set Night und Game Mode 1. Das war jetzt natürlich nicht so gut für die Testzwecke, aber ich fliege da einfach schnell hin. Ihr habt ja gesehen, hier war es, genau. Ich habe im Bett geschlafen, keine Ahnung, wieso das jetzt nicht ging. Das war nämlich schon mal so, dass das hier ein bisschen rumspackt. Hier mit dem Schlafen ging. Ich bleibe einfach mal ein bisschen länger drin. So,
times a day und zur Sicherheit mache ich noch slash spawn point und game mode 0. Jetzt kann es wieder weitergehen. Hier in die Richtung, das war. Auf jeden Fall, wenn ihr einen Minecraft-Server habt oder einen Craft-Bucket-Server euch machen wollt, dann könnt ihr einfach die Map neben draufpacken und das macht echt Bock. Haben wir auch schon mal ein bisschen gespielt, die Map auf unserem Server. Die ist nämlich nicht zu, die dauert nicht zu lang, ist nicht zu schwer und einfach für alle, die Parkour lieben. Für die ist das perfekt. Hier, der Sprung ist richtig schwer. Also, als ich das letzte Mal aufgenommen habe, ich den nie geschafft. Oder fast nie. Ah, komm. Ich muss mit. Ja, fast. Auf jeden Fall, den finde ich irgendwie total schwer um die Ecke rum. Und dann um die Ecke rum und gleichzeitig W zu klicken und Space. Keine Ahnung. Das regt mich ein bisschen hier auf, da mal mit der Rohre hochzufahren. Aber muss man halt auch machen. So. Und so. So, jetzt aber, komm. So. Nein. Das ist nach unten geschlagen. Auf jeden Fall, das ist jetzt nicht ganz so einfach. Ich laufe jetzt einfach. Ich bin jetzt zu dumm. Ich will es euch zeigen bis hierhin, weil das hier, das ist echt witzig. Das, also sowas habe ich davon noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich will es nicht spoilern, deswegen sage ich mal nichts. Dann könnt ihr euch die runterladen, das mal anschauen. Das hier bei dem blauen Wolle oder Lapis Lazuli, was das da ist. Das ist echt witzig. Und das ist auch, sowas habe ich davon noch nie gesehen. Und ich weiß nicht, ob, vielleicht kennt ihr das vielleicht auch nicht. Mein Gott, langsam sollte ich den Sprung mal schaffen, jetzt wird es dann peinlich. Ich laufe einfach nochmal hoch. Ja, so. Und wenn ihr, oh mein Gott, ich renne ja wie so ein Betrunkener. Wenn ihr Vorschläge habt für Minecraft-Maps oder Seeds oder sonst irgendwas, was ich vorstellen könnte, einfach rein in die Kommentare, wenn ihr Maps kennt, die euch gefallen. Weil ab nächster Woche hätte ich jetzt gesagt, dass ich eine längere Adventure-Map spiele. Oh mein Gott. Gegenüber Loren rum. Spiele mit einem Freund zusammen. Also, was heißt Freund? Das ist auch von Game Cinema. Mit dem zusammen, die auf unseren Server packen und ein Spiel, die eigentlich schon rausgesucht ist. So eine Map, die könnten wir eigentlich einmal durchspielen. Das wird dann halt so eine 50-minütige Folge, aber es müsste eigentlich gehen. Oder wir dann teilen es in ein paar Parts auf. Weil die ist eigentlich ganz nice. Die dauert, die ist ein bisschen kürzer wie die, glaube ich. Ja! Ja, Skiller. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich würdet ihr das wahrscheinlich aufs erste Mal schaffen. Aber ich finde, so Ecksprünge sind nicht meins. Also ich bin da nicht der Freund davon. Auf jeden Fall habe ich es jetzt bis hierhin geschafft. Ich mache jetzt hier mal Timeset Night. So. Und jetzt kann ich gleich schlafen. So. Und jetzt wieder auf und Timeset Day und fertig. So. Und jetzt geht's jetzt hier weiter. Ich glaube, ich mache noch eine Runde, weil sonst ist die Folge etwas zu kurz. Weil ich habe mir jetzt extra eine Map rausgesucht, die ein bisschen kleiner ist. Fürs erste Mal nicht so schwer. Ja, ich weiß ja nicht. Das erste Mal ist das immer nicht so gut. Auf jeden Fall gibt es hier so einen Trick mit so einem Zaun. Da müsste auch erstmal drauf kommen. Also ich habe erst probiert, weil ich von hier aus, von unten schaffe ich es nie. Und dann heißt irgendwann mal vom Zaun probiert und von da aus geht's. So, und hier ist das ist ein bisschen tricky, dass man dann hier hoch muss und dann hier hin und hier hin. Wenn man es nicht weiß, ist es ein bisschen schwer, aber ihr wisst ja jetzt. So, und das hier, das finde ich ein bisschen buggy, weil wenn man jetzt hier rausgeht, kann das sein, dass man im Nichts landet. Oder auch nicht. Oh Gott, den Sprung verkacke ich. Naja, das finde ich ein bisschen, naja, nicht assi, aber ein bisschen schwer. Aber das muss man ja auch können, oder auch nicht. So, ich bin gestorben, super. So, jetzt allein. Nein! Sprung. So, hier hoch, so. Jetzt probier's mal so. Ne, so geht's einfacher. Und so, dann da hoch. Auf jeden Fall vom Schwierigkeitsgrad nimmt die am Schluss. Oh mein Gott, was mache ich denn? Am Schluss nimmt die vom Schwierigkeitsgrad schon noch zu. Also es ist nicht so, dass die jetzt immer so ist. Ich weiß nicht, ob ihr das für leicht, schwierig oder sonst was empfindet. So. Nein, jetzt muss ich wieder hier rüber. Oh, Junge, ich glaube, ich höre jetzt dann auf, weil das reicht euch jetzt, wenn ihr jetzt mein No-Skills seht, dann denkt ihr bloß Falsches von der Map, obwohl die echt gut ist. Ja, ich höre jetzt auf. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal so. Wir haben einen Game Mode 1, dann kann ich euch noch ein bisschen zeigen. Auf jeden Fall, bisher sind wir jetzt gekommen. Da geht es dann noch weiter. Ich kann mal kurz hochfliegen. Kommt man hier dann entlang. Gibt es hier was mit Eisensachen und so weiter. Das hier ist auch ganz cool.
Hier noch mit so Leitern und hier stand das Ende der Map. Da fliege ich jetzt aber nicht hin. Das hier ist das, was ich vorher gemeint habe. Ich schaue da jetzt nicht so weit hin. So, das hier. Das da. Ich will ja nicht zu viel spoilern. Und jo, ich würde dann sagen, das war's einfach. Hier mal mit der ersten Map-Vorstellung. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge für mich habt, gern in die Kommentare. Freue ich mich bloß drüber, weil ich kann auch noch was lernen. Wir sind ja jetzt gerade erst mal eine Woche dabei oder so. Von dem her kann man da noch einiges lernen. So, ich baue mir hier mal so eine kleine Pyramide auf, wo ich mich draufstellen kann. So. Gut. Auf jeden Fall war's das dann mit der ersten Folge. Nächste Woche geht's dann weiter mit einer etwas längeren Folge. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich das in mehrere Parts aufteilen werde. Sieht aus wie ein Penis. Nee, Spaß. Auf jeden Fall sehen wir uns dann nächste Woche wieder am Samstag. Und bis dahin schreibt das, was ich gesagt habe, in die Kommentare. Und sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.